yeah, Elektrostadt. Ich mache ja nicht so wahnsinnig oft direkt hintereinander zwei Filme. Vor allem, wenn der zweite gar kein richtiger Elektrostadt, sondern bestenfalls so ein Elektroschrottchen ist. Aber meine Tätigkeiten der letzten Nacht und des heutigen Abends haben mich so sehr mit Befriedigung erfüllt, dass ich das unbedingt mit euch teilen musste. Und es war auch eine gute Gelegenheit, um den ersten Elektroschrott ohne Nasenintro zu machen. Nasenintros langweilen mich. Ich mache demnächst irgendwas anderes. Fürs Erste geht es direkt mal hierher, was ich hier gemacht habe. Ah, ich habe SMD gelötet. Was hat der Zappes denn gelötet? Hier. Einen Atmega 32U4 auf ein kleines Breakout-Board von Anvilex. Ich mache mal für ein bisschen Werbung hier das sichtbar, anvilex.de. Und dieser 32U4 ist deswegen so ein schöner Chip, weil der sich nämlich genauso programmiert wie der schöne 328er, den ich normalerweise immer verwende. Aber er hat einen USB-Controller eingebaut. Das heißt, an dem Ding hier kann man mehr oder weniger direkt so ein kleines USB-Breakout-Board anschließen und dann hat man USB, ohne sich auf diese FTDI-Chips oder die entsprechenden Fakes oder was auch immer verlassen zu müssen. Es gibt ein paar Dinge dabei, die ein bisschen frickelig sind. Natürlich, ich meine, jetzt erstmal SMD-Löten, das hat aber ziemlich gut geklappt. Auch wenn ich bekanntlich zittere und eine zu große Lötspitze verwende, aber das ging prima. Die zweite Sache war, dass beim ersten Anschließen nichts passiert ist und ich schon dachte, oh scheiße, jetzt habe ich den Chip gegrillt, aber nein, die Dinger sind nur per Default so eingestellt, dass sie gleich hier so einen Quarz da haben wollen, ohne den geht gar nichts. Quarz nachgesteckt, ging wieder nichts und der Chip wurde fürchterlich heiß. Ja, da hatte ich Idiot hier Ground und 5 Volt verwechselt. Offensichtlich hält er das ein Weilchen aus. Was hier vielleicht an dem Bordaufbau noch ganz interessant ist, das möchte ich hier nochmal eben zeigen. Das ist dieses kleine Programmer-Breakout-Board hier. Ne? Man kennt ja immer diese ISP-Breakout-Boards, mit denen man dann programmieren kann auf dem Board. Den hier finde ich wirklich schnuffelig. Die hat der EHIO auf der Make in München kostenlos verteilt. Also die Header und die Wannenstecker braucht man natürlich selber noch. Aber die sind echt schnuffig. Muss ich glaube mal auf seiner Website schauen, ob er die auch so verkauft. Wenn ja, kann ich echt jedem empfehlen, der bei EOHIO bestellt, mal so ein paar davon mitzunehmen. Die sind eigentlich richtig geil. Du, das war's im Grunde genommen auch schon. Gibt nicht viel zu zeigen. Ich habe bis jetzt nur die Fuses von den Dingen ausgelesen, ansonsten noch nichts programmiert oder so. Aber wollte ich doch zumindest schon mal mit euch teilen, falls sich irgendjemand für Alternativen zu den normalen Atmega-Chips interessiert. Das ist eine. Habe ich doch glatt vergessen zu zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte, ich Dummchen. Eigentlich wollte ich nämlich das hier zeigen, also hier den Kondensator. Da habe ich mit meinem Stifttoaster von irgendeiner alten Platine ein paar 100 Nanofarad-Kondensatoren geräubert. Und die passen hier ganz genau zwischen die Pins. Das ist eine ziemlich coole Methode, damit man hinterher bei seinem Bordaufbauten nicht mehr diese blöden Blockkondensatoren berücksichtigen muss. Die sind dann einfach schon mal da. Habe ich hier bei allen 5 Volt und Ground-Dingern irgendwie mit dazwischen gedengelt. Dann hat man das schon mal. Oh, gar nicht mal so uncool. Jetzt müsste ich mir nur noch Löcher bohren, um den Quarz hier noch irgendwie direkt mit auf das Brett drauf zu packen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Vielleicht fällt mir da was ein. Jetzt ist aber wirklich Schluss.